Herzlich willkommen in einer neuen Folge von Let's Play Star Trek Bridge Crew. Ich bin der Toni und bei mir einmal der Valvo. Servus, hallo! Oh mein Gott! Was war das denn? Kenny? Hozu Eichschlung, hallo! Moin Moin! Ich hätte gerne nochmal den Schildstatus. Der Mond weist Muster auf, die auf unterirdische Schild sind gesenkt, Captain. Oh Gott, hoppala! Ich sehe kein Lebenszeichen, aber das könnte an den atmosphärischen Interferenzen liegen. So, und da ist übrigens Abschied. Unsere Annahme, dass das Gebiet unbewohnt ist, könnte sich als falsch erweisen. Und ich möchte nur festhalten, ich habe keinen Fehler gemacht. Was du wohl, du blöde Hähner. Wir haben die Position geändert und dann war es auf einmal da. Auf Emo ging's. So, liebe Leute, wir haben einen neuen Missionsziel und zwar nach Standort Toter Planet Nebel. Nee, da kommt's mir nicht. Ich richte aus, Captain. Gleich geht's los. Halten Sie Ihre Buchsen fest. Dabei, dabei. Gleich geht's ab. Wenn und feucht gegen den Asteroiden. Ich glaube nicht, da sind 20 Kilometer Platz. Ja, das passt. Ha. Okay. Ich sag und mal los. Geht's. Kann ja nicht schlimmer werden. Oh wei. Wir werden alle sterben. Noch kannst du aussuchen, noch bin ich nicht ganz unten. Wenn ich unten bin, dann geht's los. Das klingt ja nach mir Sonntagabends. Okay, es geht ab. Das war die Stimmungskanone. Ja. Ich dachte mal so. Dieser Nebel weist eine sehr hohe Konzentration ionengeladener Partikel auf. Ah ja. Bleiben wir innerhalb des Partikelfeldes, hat das negative Auswirkungen auf die Schilde. Okay. Negativ warst nicht gut. Na, nicht schon wieder Sonde. Erfassen Sie bitte die Nebelsignatur auf 47 Kilometer Reichweite. Das ist ein bisschen zweit weg. Okay, an Langstreckensonde zu. Ah, what? Hops. Das war's schon, glaube ich. Okay. Hilfe! Die Sonde hat ein Schiff entdeckt, Captain. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Ein Schiff? Keine Aktivitäten auf Standard-Subraumfrequenzen. Aber wir sollten das vielleicht besser überprüfen. Ziviles Schiff auf 44 Kilometer Entfernung, Captain. Captain, was soll man tun? Feuern? Na! Bist du eingeschlafen da hinten oder was? Setzen Sie Kurs auf das zivile Schiff. Ausgerichtet, Captain. Energies. Ab geht die wilde Fahrt. Das ist Arbeitsmoral, da gefällt's mir. Schutzschilde sind aktiv, okay. Das war noch Kriterium momentan. Voraus sind Anomalien. Sind Sie Kelpianer oder sowas? Ich aktualisiere. Ja, sehen Sie nicht meine Ganglien. Können Sie das Schiff schon scannen? Ja, ich gebe mein Bestes. Ja, scannen läuft. Jetzt wissen wir gleich Bescheid. Wie das so ist und was das so macht, das Schieferl. Meist ist schön da, ein Wahnsinn. So, okay. Gleich durch das Scan. Ja, ich seh's ja. Ich sende neue Daten auf Ihre Konsole. Jetzt ist durch, Captain. Der Computer des Schiffs ist intakt. Er ist verschlüsselt, aber über das Fernzugriffssystem sollten wir rankommen. Okay. Das Kommunikationssystem des Schiffes stören, um die letzten Logbucheinträge zu erhalten. Stören, das ist doch bestimmt die Gestörte hier neben mir, die es machen muss, ha? Ach, der lustig, sauer wieder. Ei. Ich fühle mich gemobbt. Ja, zu Recht. Das ist so Wahnsinn. Ich mag das nicht mehr. Ich erwarte, dass der Einfluss der Anomalie auf unsere Systeme moderat ist. Na, no, denn, lass sie es moderat sein.
Dadurch wird unser Schiff mit großer Geschwindigkeit. Wir spielen doch Pokémon. Lieutenant Valvo, Sie müssen das anvisierte Schiff. Schon wieder? Ja. Wieso immer ich da alles ernst? Der Toni macht die aus da hinten. Der arbeitet von allein mit der Energieschleitung. Natürlich. Sie müssen das Schiff vor uns, das zivile Schiff anklicken. Nicht das links. Da, genau, das Ding. Ja. Und dann haben sie auf ihrem linken Bildschirm, haben sie, das obere ist es, glaube ich. Ganz genau. Weiter. Und, Feuer! Das ist nicht Feuer! Maschinenraum, deaktivieren Sie mal Waffen. Taktischer Scan erforderlich. Jo, genau, dann taktischer Scan und dann Kommunikation stören anschließend da wählen. Taktischer Scan, ja, aber ich hab schon alles kennt. Nicht stören. Warnung. Verseuchte Umgebung festgestellt. Na, schon wieder. Was ist der Schildstatus? 100, okay. Der hat schon wieder einen Freund da neben mir, der Kenny. Ich weiß nicht. Ich durch und Beschädigung der Phaser-Systeme, der Antriebssysteme, der Scanner-Systeme. Was ist denn jetzt los? Ja, das ist blöd. Das ist die Anomalie, die wir Eieieiei. Jetzt Kenny, Lieutenant Kenny, könnten Sie ein Stück vorausfliegen, dass wir vielleicht aus der hinteren Anomalie rauskommen und in diesen Leerbereich zwischen den Anomalien sind? Ja, ich tue schon mal Bestes. Leer, so wie in ihrer Birne. Ich drifte. Notiz an mich selbst, nächstes Mal unbedingt Schiffskanzler mitnehmen. So. Ich hab wunderschön eingepackt. Guck dir das mal an. Du, die ist sogar ja, wunderbar. Chefingenieur, muss das so klingen? Ja. Okay. Das ist okay. Alles gut. Scanreichweite verringert. Das ist doch für ein hässlicher Fisch auf meinem Bildschirm, ha? Wir müssen noch besser ran, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Noch ein bisschen. Noch näher ran? Okay. Ja. Wir sind aber auf 8 Kilometer. Muss das nicht lang? 7,5 steht hier. Ah. Dann bringen sie uns mal auf 7,5 ran. 7,8, 7,7, 7,6, 7,5. Sind wir in Transporterreichweite oder sowas jetzt? Oder Scan-Reichweite? Ah ne, wir müssen die Subsysteme stören, ne? Ja. Also, mir sagt immer noch an außer Reichweite. Noch 0,3. Sind die Phaser? Ja, jetzt. Jetzt, okay. Blockier mal. Bitteschön, das hab ich gern gemacht. Dankeschön. Das Schiff wurde vollständig ausgeräumt. Zahlreiche Höhlenlecks. Es muss vor kurzem passiert sein. Der letzte Logbucheintrag ist wenige Tage alt. Ist ja lecken gesagt. Hier können wir nicht. Wir sollten das Schiff zerstören, damit es nicht noch andere hier reinlockt. Aber erst warten, bis wir Aufstand gemacht haben. 20 Kilometer, bitte. Ja. Ist das schon maximale Geschwindigkeit? Rückwärts? Ich bin so langsam. Ich hab voll Energie. Ja, rückwärts fliegen wir nicht so schnell. Wenn, dann am besten drehen und. Okay, ich mach eine Wende. Okay, so, was sagen die Schilde? 100, okay. Ja. Da fährt ja mehr Oma schneller. Oh. So, wo geht's jetzt hin? Was machen wir jetzt? 20 Kilometer Reichweite, 13,6, 14, 15, 15, 16, 16, 17. Ich habe heute 17 gewartet. 18? 18. 19. 20. Jetzt Schiff wieder bitte drehen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, haben wir hinten Phaser? Ich weiß es nicht. Ja, Torpedos. Auf die Entfernung müssen wir die Torpedos nehmen. Ah, okay. Dann, Lieutenant Valvo, bitte Ziel anvisieren und Sie haben Feuerfreigabe. Ja. Oh, was? Das andere, nicht das, ich seh's ja. Nicht das.
Ja, das sieht gut aus, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Nahkergültiges. Hier sind die Waffen vielleicht. Haben wir gewählt. Ich habe volle Energie auf die Waffen gewählt. Du musst aber nur 0,5. Willst auf 20,5 musst du nehmen. Ja, aber ich kann nichts machen. Müssen wir näher ran oder was? 0,5 näher ran, 20 direkt brauchen wir. Oh Gott, das will nicht. Diese Präzisionsarbeit. Und stopp! Jetzt muss es gehen. Ja. Und Kavushaka. Das dauert aber. Jetzt weiß ich, warum der 20-jährige Krieg 20 Jahre dauert hat. Boah, der Geschwindigkeit. Ja. Ich glaube, wir müssen einen zweiten Torpedo abfeuern. Das Ziel ist ja noch da. Mach mal noch einmal. Das mache ich gern. Das macht Spaß. Den einzigen Knopf, den die Zoom-Fähner da finden kann. Ja, noch eins. Nicht so viele, wir haben nicht so viele. Jetzt ist weg. Okay. Wunderbar. Mein Schiff nähert sich. Was? Hui, vorwärts! Was? Wir stehen hier unter Beschuss. Volle Kraft voraus und Ziel anvisieren und feuern. Worum es ist. Ist nix. Hinter uns die Weltraumpiraten Alpha 1 meistens. Die Blaze Sein. Über die Notfallkanäle. Direkt hinter uns, ja. Wir werden von zwei Schiffen angegriffen. Wir brauchen sofortige Hilfe. Eternal Brown. 50%, Captain. Okay. Feuer. Gerne auch mit Phasern, wenn wir in Reichweite sind. Warnung. Oh, Schilder bei 25%. Mit allem, was wir haben, Feuer. Darf ich daran erinnern, dass die Torpedos ineffektiv sind, solange die Schilder noch aktiv sind? Da gibt's dann schon mit allem, was wir haben. Ja, wir haben aber nicht so viel, ne? Wer weiß, was wir bekommen. Schilder sind deaktiviert, jetzt auch gern Torpedos. Feuer dort, du Sumpfkur. Feuer! Feuer! Explodiert, du Ding da! Ich kann nichts mehr, irgendwas ist so deaktiviert. Schild, ich glaube, wir haben keine Energie. Verseucht von Schilder gesehen. Haben wir das keine Energie? Ja, ich glaube. Schilde bei 0%, ich habe Energie verteilt, aber. Ziel zerstört jetzt! Och, wunderbar! In your face. Maschinenraum bitte die notwendigen Reparaturen durchführen und dann Bescheid geben, dass wir dann sofort zur Huxley warpen können. Bin schon dabei. Torpedoschächte wiederhergestellt. Ich sehe noch wie eine echte schief. Phaser wieder einsatzbereit. Ich finde es toll, dass wir diesmal keine Brandspuren abbekommen haben. Jo. Das habe ich allein geschafft. Außer beim Kenny fliegt wieder irgendwo so ein Kaffeetassen herum. Na, da ist kein Kaffeebecher unten runter diesmal. Die haben super aufgeräumt. Freue mich sehr drüber. Lieutenant Kenny, setzen Sie bitte Kurs auf Silver, Planet Silver 4 im Orbit. Kurs gesetzt, Captain. Ausgerichtet, bereit zum Sprung. Okay. Wie ist der Reparaturstatus? Bei 88% Warpkern, 97% Schildermeter, ansonsten alles im grünen Bereich. Okay, Schutzschilde sind auch wieder auf 100%, dann würde ich sagen, Energie. USS Huxley meldet 75% Hüllenintegrität. Oh oh. Ja, wir sind hier auf dem Weg. Wo ist denn? Wir müssen ein Blaulicht drauf machen. Da, dü, da, da. Da, dü, da, da. Yeah. Oh mein Gott. Wir sind gleich da. Es ist so laut! Alles System wieder einsatzbereit, Captain. Wunderbar! Jetzt gibt's Action! Ziehen Sie sofort auf alle feindlichen Schiffe und dann Feuer Phaser! Sie wissen, dass wir da sind. Ziele nähern sich auf Angriffsvektor. Ja, machen wir das. Das Schiff da, ist das... Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist, was wir anvisieren, aber... Versuch uns in Phaser-Position zu bringen.
Es ist alles außer Reichweite, Captain. Das da, 4,7, das müsste das doch sein, hier direkt neben uns. Ja, nur für die Torpedos, aber nicht für den Phaser. Wir haben da so viele Torpedos. Jetzt geht's, juhu! Fehlen taktischen Scan. Okay. Des Ziels, um deren Zielsysteme zu deaktivieren. Tent Valvo, können Sie das Schiff anvisieren und einen taktischen Scan durchführen? Ja, wartens. Machen wir das. So, Schema Biesel. Ja. Währenddessen, falls es geht, weiter feuern. Wunderbar. Na, alles, jetzt die Subsysteme anvisieren und da die Schutzschilde stören. Okay. Ah, du kannst das auch? Ja. Sehr schön. Ziel zerstört. Juhu. Wunderbar. Wir sind die besten Leute. Ja, aber Captain, da ist noch ein zweites Schiff, gell? Ah, halt den Papen. Ich such's gerade. Wo ist es denn jetzt hin? Huxley? Das ist in einer Anomalie. Geschafft. In 33 Kilometer, glaube ich. Danke für die Hilfe, Aegis. Aber ich fürchte, Aegis, wir brauchen noch mehr. Wir haben Schäden auf mehreren Decks und unsere Navigationssysteme sind ausgefallen. Wir müssen kaputt schleunigst machen. Zurück nach Edinov. Aber wir können den Kurs nicht berechnen. Wenn sie vorausfliegen, können wir ihrer Warp-Signatur folgen, glaubt unser Chefingenieur. Ja, fliegt mir hinterher, das ist eine super Idee. Okay. Ins nächste Asteroidenfeld, Alter. Also, Lieutenant Kenny, Sie setzen bitte einen Kurs in das sogenannte Edinov-System. Kurs gesetzt, Captain. Ausrichtung Laft. Okay. Und ausgerichtet. Chefingenieur, bitte Warp-Spulen laden. Warp-Spulen werden geladen, Captain. Ach, der Captain. Also, ich mag doch nicht so genau hinschauen, gell, aber ich glaube, da ist schon wieder so ein kleiner Sturm im Weg. Boah, egal, warten Sie, ich hab da was dagegen. So, Energie! Nicht schon wieder. Auf geht's! Sieht lustig aus, so. Oh, wo sind die anderen Duels? Was ist denn das? Spielen die da Tetris? Sicher angekommen, Captain. Hallo. Danke für das Geleit, Aegis. Ab hier schaffen wir es sicher allein. Oh, jetzt seid ihr auch schon zu Hause. Doch. Jetzt Colina zu das Song. Huch. Wir sind die Besten. Du hast uns auf Vogel hinten drauf geschissen. Ja. Rufen Sie nochmal nach dem Maler. Mission abgeschlossen. Ja, wunderbar, ich bin Lieutenant Anwärter. Ja, ja. Naja, Glückwunsch, Captain, endlich einmal. Haben sie einen Plan. Wir haben alles erfolgreich abgeschlossen. Die Hülle hat auch mehr als beim letzten Mal, 85%. Mehr als im Tutorial. Das hat doch nur 53. Die Schilde waren ja aktiviert die ganze Zeit. Ach, diesmal, wir lernen dazu. Also. Ja. Wir haben auch kein Feuer gehabt diesmal. Das war ein bisschen frisch. Aber müssen mit den Torpedos noch ein bisschen gucken, weil wir haben nur 26 und wenn dann mehrere Gegner kommen, was ich mal verrate, das wird in den nächsten Folgen der Fall sein. Das machen wir schon. Spoilers! Spoilers! Überall Spoilers! Gleich sagt ihr noch, wie die nächste Staffel von Game of Thrones ausgeht. Alle sterben. Und Harry Potter ist der King. Genau. Yeah. Wingardium Leviosa. Die stürmische See erfolgreich beendet, das Silversystem erkundet und noch irgendwas. Nimm mal deine Hand daraus. Das ursprüngliche unbeständige Objekt analysiert und die Haxe sicher zurück nach Edinov eskortiert. Irgendwie fehlt mir da ein Teil, weil das wirkt alles stressiger, aber wir haben es geschafft. Sind die Geisten. Was, wir sind die Geistens? Okay. Gut, liebe Leute. Okay. Wir sind die Crew. Mission 1 abgeschlossen. Yeah. Das ist ja, das Weltall kann in Flammen stehen und wir sind da und
kippen noch Benzin nach. Wir sind Wenn ihr von uns gerettet werden wollt, sterbt lieber, es ist sicherer für euch. Gut. Dann bedanke ich mich hier an unsere Runde. Es war ein spaßiges zweites Abenteuer mit euch. Danke fürs Zuschauen. Und ja, schaut bei nur drei von uns rein. Der gute Herr mir gegenüber scheint keinen YouTube-Kanal zu besitzen, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Nee, doch schon, aber ich mache keine Let's Plays. Alles klar. Schüchtern. Dann schaut auch bei ihm trotzdem vorbei. Einen guten Toni. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hören Sie auf, sich selbst anzuglotzen. Ich schau durch mich durch. Ah. Na egal. Also noch einen schönen Abend, gell? Und bis zum nächsten Mal. Und der Maulblöde Sumsen. Lummel, Mosmos, bis zum nächsten Mal, Leute.